Initializing interface. Loading video protocol. Fragmentating data source, please wait. Complete. Commencing playback. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge von Empyrion. Ich habe gerade die Nachricht bekommen. Man will kurz ein bisschen aufnehmen. Oh, zack, wird man angegriffen. Da muss ich jetzt mal fix was gegen tun. Oh, Truppentransport ist easy peasy. Den holen wir fix an mit unseren Raketen hinter. Das gab aufs Maul. Rums. Rums. Und ja. Während ich den hier zu Kleinholz verarbeite. Können wir überlegen, was wir heute Schönes machen. Ich habe gedacht, wir fliegen ein bisschen in den Weltraum. Wir erkunden den mal ein bisschen. Ich habe dabei tatsächlich eher an den Orbit gedacht. Und wollte mal gucken, was da so zu finden gibt. Ich habe ein bisschen Munition dabei. Mir fehlt eine Gatling, die könnte ich noch nachrüsten, aber es ist, glaube ich, nicht so exorbitant wichtig. Oh mein Gott, hier ist es voll. Ich habe genug Sachen zu verkaufen. So viel sei auch gesagt. Ja, ich bin aktuell in einem großen Bauvorhaben verankert tatsächlich. Und worum es geht, will ich eigentlich noch gar nicht so genau sagen. Ne? Viele werden, also viele, die das Spiel kennen, werden es wahrscheinlich schon wissen. Aber das ist tatsächlich sehr umfangreich. Bin ich jetzt seit über einer Woche bei. Hab seitdem auch nicht aufgenommen. Also alles, was ihr jetzt bisher gesehen habt, war vorab gemacht. Und ja. Von daher brücken wir mal ein bisschen Zeit. Ich brauche tatsächlich ein bisschen Material. Vielleicht finden wir eine coole Handelsstation, wo ich ein bisschen was kriege. Und ansonsten gucken wir mal, was da noch so zu finden ist. Wir haben uns ja tatsächlich hier draußen noch gar nicht großartig umgeguckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser gesamte Weltraum um diesen Planeten herum leer ist. Ich meine, oh, da ist schon mal ein Destroyed Small Vehicle. Das hatte ich schon mal untersucht. Von daher meine Annahme, hier ist bestimmt noch mehr. Eigentlich auch mal zu dem komischen Mond hier fliegen. Wo ist der denn? Mond. Mond! Ja, wäre schön, wenn ich hier auch angezeigt werden würde. Das wäre total großartig. Wir fliegen aber mal ein Stückchen weg. Und hoffen, dass der in Sichtweite kommt. Also da hinten sehe ich auf jeden Fall viele andere Planeten. Okay, da haben wir eine Menge zu entdecken. Aber erstmal brauchen wir diesen bescheuerten Mond. Ich hoffe, dass man den auf Höhe des Asteroidengürtels hier ein bisschen sehen kann. Aber da wir da... Ne, das ist der Planet, glaube ich, der da gesehen wird. Ja, und dahinter liegt wohl auch der Mond. Da ist die Raumstation. Ich will erstmal shoppen gehen. Wir gehen erstmal shoppen, das ist eine gute Idee. Kann ich den markieren? Unterhalb der Ekliptik der Mond. Trading Station der Polaris. Ja, wir gehen erstmal shoppen. Ist schon eine Weile her. Also zumindest für mich. Für euch glaube ich noch gar nicht so lange. Wo ist denn hier die Einflussschneise? Da haben wir sie. Kopfüber wollten wir da nicht rein. Zack. Oh, kleiner Hangar, ey. Meine Fresse. Passt mein Schiffchen kaum rein. Na komm, dock an. Kann ja nicht mal. So. Ja, der Ketzer passt wirklich gerade so hier rein. Ich habe mir gedacht, der ist recht klein gehalten, aber der ist offensichtlich doch recht groß. Machen wir auf hier. Oh. Plötzlich ist Schwerkraft. Ups. Ist
das? Reparaturstation, das ist ja cool. Hier ist mehr. Wie ging es denn hier nochmal? Hier ist auf jeden Fall ein Fahrstuhl. Den nehmen wir jetzt erstmal. So, fahren wir auf dem D-Deck an. Oder sollen das die Landebuchten sein? Wow, das ist ein Fenster. So, was haben wir hier? Geil. Echt geil. Irgendwie erzählt mir was. Oh, ich glaube, du erzählst mir was. Ey, du Zivilist. So, was haben wir denn auf dem Konto? 200 noch was, 1000 immer. Meine Fresse. Hier, das habe ich ja auch rausgefunden. Das ist ganz cool. Diese Drahtlosverbindung, mit denen ich mir Sachen aus dem Schiff holen kann. Das machen wir auch erstmal direkt. Das ist ein Schrott hier, wenn wir erstmal verkaufen. Die nicht. BM-Pulsgewehr. Oh, die habe ich tatsächlich zweimal. Geilo. Aber so viel Scheiß brauchen wir eigentlich gar nicht. Den Raketenwerfer behalten wir. Der kann einfach mal hier unten rein. Falls ihr einer Stress macht. So. Das ist der Munitionscontainer. Das heißt, die behalten wir drin. Und eine Notfallwaffe wäre eigentlich auch ganz gut. Ach, scheiß drauf. Ich habe noch genug zu Hause. So. Burger und Fritten. So ein Scheiß will ich nicht. Sushi will ich auch nicht. The Tired Spaceman sieht auch eher nach, ja, einer Lounge aus. Da ist die Medi-Station, die könnten wir eigentlich mal aufsuchen. Komm mal her. Erste Hilfe, zack, erledigt. Bei dem kriege ich nur den Scheiß, obwohl, den nehmen wir mal mit. Kann man tatsächlich immer gebrauchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eine Runde hoch. Toffen, da ist die Mining Corp. Das finde ich doch gut. Da gibt es Material. Moinsen! Was habt ihr denn Schönes für mich? Neodynbarren. Nehme ich. Und zwar 54. Alles, was ihr habt. Alles meins. Nehmen wir auch mit. Wir haben genug Kohle. Kupfer auch. Und vor allem Kobalt. Und Eisen. Schenken wir uns Promethium. Wenn wir schon dabei sind. Die Energie wird langsam eng. Pentaxid. Ne, das farm ich selber. Das ist mir zu teuer. Und dann war es das bei dir auch schon. Gold bräune ich. Das ist Blödsinn. Obwohl, die kann ich wahrscheinlich. Wäre mal die Frage. Kann ich daraus Geld machen und ist das dein Mehrwert als die Goldbahn, wenn ich die einzahle? Das wäre tatsächlich sehr interessant. Aber gut. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Garden Supplies sind mir scheißegal. Snowy Mountaintop, Air of Smart. Was habt ihr denn zu verkaufen? Verkauft ihr überhaupt? Nö. Maximal Sauerstoff. Wer verkauft denn den Schrott hier? Steht ein Haufen Scheiße rum und keiner will es verkaufen. Sky Guys. Ja, das ist diese Flugbar. Ich weiß nicht, ob die was verkaufen. Die. Hier. Menschliche Crew. Mehr Sklaven. Gib mir Sklaven. Alien Crew nehmen wir auch gleich mit. Ja, Alien Sklaven. Verkaufen? Ja, ich kann nicht dabei. Gut, vielen Dank. Sie waren mir sehr hilfreich. Ich habe jetzt Sklaven. Warum sitzt du hier und verkaufst nichts? Verkauf mir Hardware. Hardware klingt gut. Multiwerkzeug. Zack, weg damit. Schutzanzüge, ja. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Stahlplatten, als wenn ich mir die kaufen würde. Ich könnte mich totschmeißen mit dem Scheiß. Restricted Area, habt ihr noch was zu verkaufen? Nee, ihr guckt hier. Aktienkurse! Stark steigend. Ey, super gut.
Leute, ihr habt's drauf. So, mehr gibt's hier nicht. Das war alles. Energiepillen, das ist alles Müll. Alles Müll. Müll, 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 Müll. Und warum verkaufst du mir eigentlich nichts? Oh, nee, da möchte ich dir nicht helfen. Danke. Das ist doch scheiße. Ja, Rare, schon 20.000 Stück abgebaut. Zitator. Klonkammer, alles Blödsinn. Warum soll ich dafür Geld ausgeben? Kann ich für mit wenig Aufwand selbst herstellen. Wir gucken mal nochmal. Ist hier echt nichts weiter? Scheiße. Dann gehen wir in den Weltraum erkunden. Fickt euch. Euch brauche ich nicht. Wie? Hier ist ja Zero Gravity irgendwie. Also auf jeden Fall kann ich hier rumschweben wie ein Großer. Wenn ich den Jetpack anmache. So. Gib mir mein Schiff. Wo ist mein Ketzer? Ketzer! Zack, ausrichten. Ich will mein Schiff. Hier ist es nicht. So viel sei verraten. Zack. Es leert sich nicht mehr. Ist voll gut. So, Flugdeck bitte. Ist das verwirrend? Wieder ausmachen. Ist das verwirrend hier? Von hier komme ich gerade. Was ein Scheiß. Ich kann hier nirgends raus. Was für ein noch größerer Scheiß. Ich mache das anders. Wir fliegen einfach hier hoch. So. Da ist mein Schiffchen. Abflug. Hier, die Leute haben nichts zu bieten. Wir gucken uns um. Mal schauen, was wir Schönes finden. Wir nehmen die Gatlings. Dann kicken wir mal. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich das markieren kann. Ah, da sind wir. Also offensichtlich bin ich im Planeten. Wie scheiße ist das denn? Was ist denn hier los? Naja, gut. Dann fick dich, Spiel. Mach halt nicht, was ich will. Ist ja langweilig. Oh, was ist das? Was ist das denn? Ist das eine kleine Flotte? Das gehört schon mal an die Polaris. Nee. Danke. Wollen wir nicht. Vielen Dank. Keine Minen. Ein Minenfeld schon mal gar nicht. So, bleibt die Frage, wo ist dieser dreckige Mond? Tü-tü-tü. Kann ich den markieren? Rusted Moon. Wegpunkt. Zack. Da ist er. 22 Kilometer entfernt. Ist ja nix, wa? Kann ich dahin warpen? Ich frage mich ja, ob die einfach irgendwie so ein K vergessen haben. Weil 20 Kilometer ist jetzt nicht die Welt, um da hinzukommen. Ne? 20.000 schon eher. Aber selbst das wäre noch echt ficke nah dran. So, vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles hier im Weltraum. Ob man die Asteroiden abbauen kann, das habe ich tatsächlich schon mal probiert. Ach, die Facecam ist schon wieder freezed. Das Ding nervt mich auch so Hölle, ey. Unglaublich. Scheißding. Also auf der Karte wird er ja weit unterhalb der Ekliptik angezeigt. Hier ist das irgendwie gefühlt nur so ein Stückchen. Was ist das da für ein Fleck? Ist das Sturm? Ne, Wolken. Na gut. Nehmen wir so hin. Nehmen wir so hin. Jetzt haben wir den Planeten noch einmal umrundet. Sehr schön. Und jetzt hier, was ist mit Feinden? Geht mir hart. Ich will mich mal ein bisschen verteidigen müssen. Ich hab doch nicht hier so ein schönes Schiffchen.
es dann nicht benutzen zu können. Ne, das bisschen auf Planeten da gegen diese Drohnen, das war ja jetzt nicht die Welt. Ne, da kriegt man zwar auch schon gut auf den Dötz, aber... Da geht mehr. Ich wollte auch nochmal immer ein neues Dings einbauen. Ein neues Cockpit, das ein bisschen mehr aushält. Ich glaube, diese T2-Dinger haben mehr Lebenspunkte. Aber man weiß es nicht. Ausprobieren. So wie ganz oft in diesem Spiel. Ganz viel ausprobieren. Gucken, ob es geht. Meistens geht's nicht. Kann ich ja nicht was zu essen in meine Dingsleiste reinpacken? Hab ich hier nichts zu fretten mitgenommen? Das wäre doof. Kühlschrank. Bisschen Salami. Kann ich das hier reintun? Nö. Ich habe im Inventar was, gut. Alles cool, nichts passiert. Ich bin immer noch dabei. Facecam ist immer noch tot. Warum? Weiß der Geier. Ich gucke mal drauf. Wir fliegen hier. Die Trägheit wird schon nicht. Was ist hier los? Ist kein Internet? Scheiß Handy? Nicht wirklich viel. Ja, mach auf. Verbunden. Na, vielleicht kommt jetzt mehr. Wir hoffen aufs Beste. Und schlittern dabei gegen das Mikro. Vielleicht kommt da noch was. Und dann haut einfach mein Mikro ab. Drecksteil. Ich würde ja auch nochmal raustappen. Dieses scheiß Programm neu starten, aber nö. Ich will jetzt auf diesen scheiß Mond. Ist mir kackegal, ob ihr mich seht. Zack, 10 Abos weg. Wie geht er mit seiner Community um? Blöder Penner. Ja, habt ihr recht. Ja, habt ihr recht. Das da oben sieht aus wie ein Krater. Wie ein riesiger Krater. Ich will in den riesigen Krater. Das ist eine ganz schön hässliche Kugel. Okay. So. Bin ich da? Fliege ich da in die Atmosphäre ein? Wie beim anderen? Ja. Gut. Oh, das ist aber ganz schön duster hier. Aber cool, wie die Sonne gerade wandert. Oder auch nicht wandert. Die wandert mit mir. Das ist auch schön. Boah, direkt was gefunden. Großkraftschiff. Leck mich fett. Gleich mal ein Großkampfschiff gefunden. Wie gut finde ich das denn? Da haben wir Scheinwerfer drauf. So, und los geht's. Hab ich mein eigenes Multitool jetzt verkauft? T1, T1, scheiße. Da haben wir noch eins. So. Da gucken wir, Magnesium gleich gefunden. Geilomatico. Na, da habe ich ja noch ordentlich was zu tun. Boah, hier ist ordentlich was drin. Moment, Schiffchen. Hab ich das dabei? Habe ich dabei. Das Ding nehmen wir gleich in Betrieb. Hier gehen wir plündern. Hier plündern wir alles, was geil ist. Hier. Zack. Läuft die Hütte wieder. Hat zwar keinen Strom, aber egal. Ich will ja auch noch klauen. Zack, demontieren, mit damit. Die Konstruktor. Was für eine? Ein großer Konstruktor, na immerhin. Ja, die Frachtboxen können die behalten. Aber Konsolen und sowas nehmen wir mit. Türen auch. Sauerstoffstation. Anzugstation. Geil, Domatico. Aber ich könnte vielleicht mal reingucken, was da drin ist. Ne? Bisschen Stahl. Nee. Ketzer. Frachtbox. Was ist die denn? Na egal. Rein den Scheiß. Alles was da ist. Wir wollen in Ruhe plündern. Plündern, 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 plündern. Wir sind wie die Raben. So. Gucken wir mal. Was haben wir denn noch Schönes?
Ist das? Ist Wasserspende? Egal, ist meins. Auch meins. Da haben wir schon mal. Sehr schön. Den Tank. Bisschen Mumpel. Werden wir auch noch einige brauchen. Noch ein Tank. Jetpack ist an, gut. Aber sonst ist hier... Oh. Lampen. Lampen brauche ich auch noch. Bis zum Abwinken. Bzz, bzz, bzz. Wo ist denn hier die Brücke? Gib mir mehr Lampen. Her damit. Konsolenblöcke. Mehr Lampen. Also wird jetzt nicht so actiongeladen wie die letzte Folge. Die ja irgendwie. Irgendwie ist ja zwischendurch eine online gegangen, die nicht online sollte. Kackscheiß. Ich war ein bisschen gefrustet. Die war eigentlich für eine Woche später. Ach so. Jetzt habe ich das hier reingeschmissen. Das ist ja dumm. Das soll doch in den Ketzer. Das ist ja ultra dumm. Aber egal. Rendered Stuff. Hier ist genug Platz. Die Lampen, Motivation, was nicht alles. Treibstoff. Promethium und Geld brauchen wir auch gar nicht. Das ist totaler Tenniff. So, das Ding wird nachher mit Recycle. Das haben wir hier noch. Oh, versteckte Eisenplatten finde ich richtig gut. Davon hätte ich gerne noch irgendwie 500. Upgrade-Bausatz. Bisschen Kleinscheiß. Deko. Oh, Sauerstofftanks. Ja, finde ich auch gut. Gib mir alles. Was ist das denn? Ah. Das ist ja Kai Luca. Das sieht ganz cool aus. Tür. Oh, ich glaube, das war gerade der Fahrstuhl, den ich abgebaut habe. Ich wollte die Tür haben, aber naja. Man kann nicht alles haben. Und hier gibt's nichts zu rauben, nichts zu plündern. Was soll denn das? Sind das eigentlich hier Stahlblöcke? Ja, die sind ja Pimmelkacke. Licht. Was leuchtet da hinten? Boah, Glas. Glas nehme ich auch. Glas brauche ich auch viele. Ist da garantiert irgendwie ein Frachtraum. Oder wie ist es? Waffen oder sowas? Komplett entwaffnet oder was? Schütze drauf. Da ist nochmal sowas Blaues. Ich glaube, es war was Pentaxid oder das andere Zeug. Na, wie heißt es noch? Schöne Luftauslast, schön gestaltet. Da ist ein Triebwerk. Oh. Das will ich haben. Die Dinger sind auch garantiert schweineteuer in der Produktion. Sowas will ich. Und zwar viel und oft. Immer sowieso. Ein bisschen Glas. Gerade ob es verstärkt ist oder. Ach, scheißegal. Wir nehmen es mit. Meins. Alles meins. Gehwege. Gib her. Meins, meins, meins. Meins, 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 meins. Alles meins. Meins! Treppen. Treppen brauche ich nicht. Die kriegt man günstig hergestellt. Ansonsten ist hier echt nicht viel. Was ist denn los, ey? Die paar Container waren jetzt nicht die Welt. Gut, ich kann das Ding am Ende auseinanderschrubbeln. Was haben die hier? Billige Stahlblöcke mit 500 Lebenspunkten. Gucken wir mal. Wir nehmen das hier einfach mal flächendeckend auseinander. Aber nix. Nix weiter. Das ist ja tragisch. Wir buddeln mal ein bisschen was frei. Vielleicht kommt dann da was. Oh, was ist das? Glas. Na gut. Bisschen was ist offensichtlich für Shit gegangen. Nur noch ein paar Konsolen. Die Brücke habe ich auch nicht gefunden. Zumindest nichts, was ich als Brücke identifizieren würde. Konsolen nehmen wir mit. Ich mag die. Glas nehmen wir auch gerne mit.
sehen, ob das... Das sind stinknormale Fenster. Ein paar Verstärkte habe ich. Aber, naja. Naja. Okay, kann ich noch ein bisschen hoch. Hier ist auch noch ein bisschen was verschütt gegangen. Aber da findet sich nichts drunter. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte mir hier mehr erhofft. So, das sieht doch so aus, als wäre hier noch ein Fahrstuhl. Geht sie vielleicht noch weiter runter? Nee, auch nur wieder hoch. Zack, noch eine Tür. Hier ist noch wieder ein bisschen was verschüttet. Gucken mal. Ja, ein bisschen was findet sich noch. Was ist das? Oh, ein Fenster. Zack, meins. Meins, meins, meins. Ich glaube, ein paar Fahrstühle werde ich mir nachher auch noch möpsen. Weiß auch nicht wofür, aber erstmal haben. Ne, die Basis wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen wachsen. Kabel, Kabel, Kabel. Ja, wir legen hier ordentlich frei, aber ja, ich glaube, das Schiff ist zu Ende. Ah, ein bisschen was ist tatsächlich gänzlich verschütt gegangen. Ich würde mal behaupten, das ist eine Triebwerkssektion. Das könnte dann, ach ja, interessant werden. Das Ding wieder in Gang gekriegt hätten. Stimmt, oder? Bisschen Sprit rein. Gib ihm hart. Aber ich bin ja jemand, der baut gerne selber. So. Schubdüse S. Das ist ja süß. Gibt denn nicht was Größeres für mich? Ich bin ja mehr so der XL-Typ. Ne, mir wird ja auch ständig gesagt, dass ich fett werde. Danke, Herr No-Budget-Nerd. Blöder Penner. Er hat mich überhaupt nicht lieb. Bin ich mir manchmal ganz sicher. Aber nachladen. Will ich ihm nachher nochmal sagen. Treffe ich noch auf Kaffee mit ihm. Will ich ihm sagen, wie gemein er eigentlich zu mir ist. Was ist denn das hier? Ständerwerk ins Nichts ist. Was ist das denn für ein Quatsch? Ist das ein Überbleibsel vom Bau oder was? Also vom Design? Oh, noch ein Triebwerk. Ein scheiß Triebwerk, aber ein Triebwerk. Zap, zap. Davon nehme ich gerne noch mehr. Einmal rüber. Ich weiß gar nicht, warum ich mir so schwer mache. Ich könnte doch einfach mit der Drohne hier rüber fliegen. Aber ich will ja sowieso hier. So, liebes Schiffchen. Hast du mir noch was zu bieten? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Zip. Ach komm. 3, 2, 1, Jetpack voll. So. Einmal und gleich nochmal. So. Oh, noch ein Sauerstofftank. Zip. Meins. Mehr Deko. Frachtboxen, die hatte ich alle schon durch. Ja. Die waren ganz am Anfang. Und ansonsten ist hier nicht viel zu holen. Ja, ungefähr. Alles, was ich nicht bauen muss an Glas, finde ich gut. Spart Silizium. Pflanzenlicht finde ich auch gut. Gut, wenn hier ein Pflanzenlicht ist, sollten hier auch mal Pflanzenkammern gewesen sein, oder? Die sind nicht teuer, die Teile, aber so frickelig in der Produktion. Das nervt mich immer ein bisschen. Zirp, zirp, zirp. Wir gehen hier mal runter. Das ist ja offensichtlich größer als gedacht. Aber ich glaube, hier ist es dann auch schon wieder so ziemlich Sense. Was haben wir denn da? Ah, ein bisschen was taucht wieder noch auf. So eine Kondensatoreinheit, die uns vorhin für teuer Geld verkaufen wollten, die Penner.
Ey, jetzt, ey. Kein Wunder, dass sie versklavt werden. Kein Wunder, wer sich so benimmt und so eine Wucherpreise aufruft. Der muss sich nicht wundern, dass er in die Sklaverei verkauft wird. Oh, her damit. Ne? Der böse weiße Mann ist wiedergekommen. Diesmal um den Weltraum zu erobern. Und was bringt der böse weiße Mann? Nur Böses. Deswegen ist er der böse weiße Mann. Okay, hier geht's weiter. Ah, das ist ein Hangar. Das ist ein Hangartor. Okay, 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 okay. Was ist denn im Hangartor? Bestimmt nicht der Hangar. Doch, der Hangar. Ich hätte gedacht, hier wäre jetzt draußen gewesen, aber hier hätte auch kein Schiff reingepasst, oder? Also mit Glück ein Fahrzeug. So ein Panzer finden wir geil. Ich will einen Panzer. Okay. Fahrstuhl? Hier passt da auch nichts rein. Kann auch keiner erzählen. Ich habe noch nichts Großartiges gefunden. Das finde ich ein bisschen scheiße. Einige Schalter. Ich könnte das Ding jetzt mal unter Saft setzen und gucken, was passiert. Okay, das ist einfach nur ein Loch. Ein paar LCD-Displays haben wir. Aber sonst... hier erneut tote Hose. Da oben werden wir gleich mal rein. Fahrstuhl. Gucken, wer der hinführt. Logischerweise ein zweiter Fahrstuhl. Ein bisschen Licht. Hm. Einfach nur hier. Na, ist das frustrierend. In einem Hangar, der kein guter Hangar ist. Hm. 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 Naja. Aber die LCDs nehmen wir mit. Können es bei mir ein bisschen besser strukturieren. In der Basis. Hier ist auch noch ein bisschen was für Shit. Da gucken wir mal nach. Aufnahme sagt, wir sind auch schon wieder durch mit der Zeit. Aber ich gebe die Hoffnung auf, glaube ich. Hier noch irgendwas Großartiges zu finden. Also eine Deko-Konsole. Ja, gut. Schön, nice to have. Aber auch nicht mehr. Hier ist einfach nur Schiffchen vorbei. Da fährt man vielleicht nochmal ein Triebwerk. Aber da kann ich aktuell auch so wenig mit anfangen eigentlich. Ich hätte gerne irgendwie eine legendäre Waffe oder sowas gefunden. Für den Ketzer. Dass sie da einfach irgendwo in einem Hangar rumliegt. Das wäre was gewesen. Da hätte ich mich gefreut. Wie geil wäre das gewesen. Boah, staubig! Leute! Scheiß Mond! Na, seht ihr, muss ich selber tatsächlich husten. Leck mich fett. So. Das alles für ein Licht. So, ich markiere mir die Hütte. Wenn irgendwas ist, gucke ich mir das nochmal an. Ich eigentlich auch keinen Wegpunkt, das ist eigentlich auch Blödsinn. Ich guck lieber, was da hinten drin ist. Das ist doch bestimmt Promethium oder was. Ich glaube, die habe ich schon mal auf den anderen Planeten gefunden. Ansonsten ist das hier so mondtypisch karg. Und tatsächlich in so einem schönen Krater drin. Ne?
Ob es das Schiff gerissen hat? Man weiß es nicht. Pentaxidro. Sehr schön. Warp-Antrieb. Wupp, wupp. Oh, das wird mir tatsächlich ganz gut. Das gefällt mir. Gib her. Damit kann ich... Ah, nicht fliegen. Ist das eine Höhle? Nein. Was haben wir eigentlich für eine Schwerkraft? Steht das irgendwo? Sauerstoff haben wir genug. Ausdauer. Strahlung. Steht hier nirgends die Schwerkraft? Radioaktivität, Temperatur ist echt viel warm hier. 62 Grad ist heftig. Okay. Gut, das haben wir gefunden. Dann gucken wir mal eine Runde weiter. Das Magnesium, was ich das gefunden habe, ist auch ganz cool. Das kann ich tatsächlich gebrauchen. Hier war bei jemandem See. Das sieht ein bisschen so aus. Wieso bin ich eigentlich auf Cyrex gebrochen? Oha. Oha. Okay. Hier ist nur wenig nicht Cyrex. Die haben sich mal eben den ganzen Mond durch den Nagel gerissen. Was ist das denn Schönes? Was haben wir denn da? Ein Listening Post. So. Ich nehme ihn auseinander. Zack, der erste ist weg. Habt ihr noch sowas? Ja. Der ist auch weg. Ab da kommen wir in die Hütte schon rein. Tür auf. Jetzt wird geklaut. Wenn einer rauskommt, gibt's Gatlings in die Fresse. Munition ist am Start. Jetzt gibt's aufs Maul. Moin. Noch einer. Wo kommt der denn her? Achso, hier aus dieser Beamplatte. Okay. Schon wieder kaum noch was dabei, aber hier so ein Treibstofftank. Ja! Energie können wir echt gerade noch gebrauchen. Na, ist hier einer? Moin! Hupala! Ja. Das war nix, ne? Möchte noch jemand? Hallo! Jemand zu Hause? Ich bin gekommen, um zu bleiben. Hi. In den Hinterkopf geschossen. Blödes Sackgesicht. Na, kommt hier einer raus? Noch ein paar Robos. Mach mal auf die Hütte. Tschüss. Ja, diese epische Waffe ist schon geil. Muss ich ja sagen. Oh. Den Bot habe ich nicht gesehen. So. Und tschüss. So, lebt noch wer? Oh, der lebt noch. So, und dann ist hier schon wieder Feierabend, würde ich sagen. Und ich kann fleißig klauen. Zack. Was habt ihr so mit? Oh, mumpeln. Was habt ihr dabei? Jo. Ich muss jetzt mal ein bisschen was loswerden hier. Wir gehen mal da rein und da hauen wir erstmal hier den Waffenkram rüber. Und dann gehen wir hier rein. Gucken uns ein paar Waffen zurück, um dann was reinzulegen. Der Scheiß kommt alles zur Munition. Ja, kein Platz mehr. Scheiße, ey. Nerv. Wieso habe ich so viel Scheiß im Inventar? Klär mir das mal eine. Könnt ihr mir das jetzt mal sagen? Könnte auch in den Tank rein, das kommt in den Kühlschrank. Ja, und schon wieder voll. Oh, je nach Waffen ist mein Raketenwerfer. Und noch den haben wir noch. Bin ich aber auch wie Rambo durchgerannt jetzt, ne? Meine Fresse. Das ging schnell. So, komm mal her. Da ist der rüber. So. Und. Wieder hier. Da muss schönes weg. So. Aber erstmal ein bisschen Platz. Können wir ja klauen. Klauen, klauen, klauen.
Ist gar nicht so viel coole Sachen zu plündern tatsächlich. Also, was ich den so wegnehmen kann. Nanoröhren finde ich gut. Obwohl so ein paar Treibstoffteile sind schon geil. Sag mal. Hat hier gar nichts? Was ein Scheiß. Nee, hier lohnt sich tatsächlich nur das Abbauen. Das sind fast keine Container. Was eine Scheiße. Was für eine riesige Munitionsverschwendung. Erstmal was essen. Oh, lecker. Das schmeckt aber gut. Ja. Arschkarte. Absolute Arschkarte. Da ist noch was. Da ist noch ein Containerchen. Hier ist eine Tür. Kommen wir wieder raus. Ich habe, glaube ich, keinen Kern mehr dabei. Das könnte mich stören. Habe ich hier noch einen drin? Ne. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das wäre tatsächlich noch gut gewesen. Hat hier eigentlich so viel cooler Kram drin. Hier gar nichts verloren. Hmm.